Okay, Freunde, willkommen zum neuen Video auf dem Channel von ApoSwally. Heute geht es um ein einziges Thema und wir kommen direkt zum Punkt. Sollte ich in der wirtschaftlichen schwierigen Situation momentan eher in Aktien investieren oder die Zeit nutzen, um mich mit Online-Marketing bzw. Online-Handel bzw. Selbstständigkeit zu beschäftigen? Das klären wir in diesem Video. Zuallererst erstmal, die Aktien bzw. die Wirtschaft spielt momentan verrückt. Wir haben eine angespannte Situation vor uns mit dem ganzen Coronavirus, mit der Wirtschaftskrise, die vor uns stand und so weiter und so fort. Die Aktien sind hoch, springen hoch und runter, zu guter Letzt sehr, sehr weit runter. Die Sache ist die, bei einem Wirtschaftscrash oder beziehungsweise bei einem wirtschaftlichen Rückgang ist es so, dass die meisten Gewinner und Verlierer gleichzeitig bestimmt werden. Das heißt, wenn man das schlau angeht, wenn man intelligent ist, kann man aus jeder Sache als Gewinner herausgehen in Form, also wenn man jetzt nur das reine Investieren betrachtet. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum ist das Thema jetzt von entscheidender Bedeutung? Wir haben eine wirtschaftlich angespannte Situation vor uns. Das heißt, es ist die Zeit, in der die meisten Gewinner und Verlierer herausgehen aus der Situation. Es ist eine wichtige Zeit. Letztes Jahr, es lief alles schneller, es lief alles normal. Wirtschaftswachstum, man hat mehr Umsatz und so weiter und so fort. Alles normal. Doch jetzt ist der Zeitpunkt, in dem du entweder als Gewinner oder als Verlierer aus der Sache herausgehst. Darum drehe ich dieses Video. Bleib bis zum Ende, kommt mein Fazit, was ich dir empfehle. Was wir als erstes mal machen werden, ist Folgendes. Wir vergleichen Investieren versus Selbstständigkeit. Das ist wichtig am Anfang, denn man muss den entscheidenden Unterschied kennen. Wir fangen mal mit dem Investieren an. Nehmen wir als Beispiel einen der besten Investoren unserer Zeit. Warren Buffett, Charlie Munger, sein Geschäftspartner, die beiden. Ich habe Interviews angeschaut, wenn man die mal fragt, deren Arbeiter fragt, was sie den ganzen Tag machen, ist es Folgendes. Sie lesen, sie informieren sich. Okay, es ist nicht sonderlich spannend, es geht nicht bergauf, es ist kein Rock'n'Roll im Büro. Es ist einfach, sie lesen die ganze Zeit, sie informieren sich, was momentan alles ansteht. Und dann treffen sie gezielte Entscheidungen, Stück für Stück Investitionen. Und sie investieren dann nicht 100 Euro, 1000 Euro, sie investieren dann einen schönen Geldhaufen rein. Das ist Investieren, wenn wir es von den Besten anschauen. Selbstständigkeit bzw. Online-Marketing hingegen ist mit mehr Action verbunden, denn wenn du den ganzen Tag liest als Selbstständiger, du wirst nichts haben. Okay, du bist komplett am Ende, du wirst gar nichts haben. Denn was bei der Selbstständigkeit zählt, ist, dass man zwar Wissen aneignet, richtig, aber noch wichtiger ist die Ausführung, die Execution. Und das ist bei der Selbstständigkeit bzw. jetzt beim Online-Handel wichtig. Wenn du den ganzen Tag dich informierst und liest und analysierst, es schaut schlecht aus für dich. Du musst dich auf die Money-Making-Activities konzentrieren. Diese wären in diesem Fall neue Produkte hochzuladen, neue Unternehmen zu starten, neue Werbung zu schalten, neue Webseitenbesuche auf deinen Seiten zu bekommen und so weiter. Das ist in diesem Fall wichtig. Und Unternehmer lernen mit der Zeit. Learning by doing. Wenn Investoren Learning by doing machen, schaut nicht gut aus für die. Wir werden abgrundtief sinken. Wenn Investoren Learning by doing machen würden, wie Unternehmer, dann wird das ziemlich schlecht für die auch schon. Verstehe mich nicht falsch, Unternehmer müssen sich auch weiterbilden, Unternehmer müssen auch neue Sachen lernen, aneignen, doch wichtiger ist die Ausführung an dieser Stelle. Darum sprechen wir jetzt mal kurz, was für Vor- und Nachteile jetzt das Investieren in Aktien hat und was für Vor- und Nachteile jetzt das mit der Selbstständigkeit hat. Und dann ziehen wir mal kurz ein Fazit. Aktienhandel muss auf jeden Fall gelernt sein, wie ich gesagt habe, Information ist wichtig. Und wenn du dich jetzt von der Zeit befindest, wenn du nicht viel Kapital hast, und mit wenig Kapital mache ich vielleicht ein paar Hunderte, paar Tausend, dann wirst du am Ende dieses wirtschaftliche Wachstum nicht viel Profit daraus ziehen können. Du musst dich vorbereitet haben oder du musst vorbereitet sein auf diese Zeit. Du musst vorbereitet sein, du hättest dich informieren sollen, du hättest dein Kapital sparen sollen, du hättest mehr Geld machen sollen, bevor dem wirtschaftlichen Zusammenfall. Wenn du jetzt damit anfängst, dann ist das leider schon ein bisschen zu spät. Klar, du kannst ein paar Hunderte machen, du kannst ein paar Tausende machen, aber sagen wir mal, verdreifach 5.000 Euro, du bist bei 15.000 und wir gehen von einer Verdreifachung der Aktie aus. Das ist eine harte Zahl. Zahl noch darauf Steuern, du bist weg. Profit ist weg. Wenn du jetzt aber von einem Unternehmen, wenn du ein Unternehmen anfängst und dann diesen Gewinn machst, das kommt monatlich, monatlich, monatlich. Wenn du diesen Skill jetzt lernst, das kommt auch nicht. Man sieht, ich habe eine klare Tendenz zu Unternehmertum bereits bei den Nachteilen hier bei den Aktien. Wenn es darum geht, ob du genügend Kapital gespart hast und bereits die Vorerfahrung hast. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich hier an dieser Stelle, und natürlich ist nur meine Meinung, du kannst gerne deine Meinung unten in die Kommentare schreiben, das ist meine Meinung zum jetzigen Standpunkt, wenn man anfängt zu investieren ohne Vorerfahrung und ohne großes Kapital. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Man könnte das Geld andersweitig nutzen, neuen Skill lernen, der Money macht, der Geld macht, der im Trend ist und dann besser daraus performen. Die Sache ist die, niemand weiß, welche Märkte sich wie schnell erholen jetzt,
wie schnell es aufgeht, wie schnell es bergab geht. Es gibt Quellen, die sagen 2 Wochen, es gibt Quellen, die sagen 4, 5 Wochen, es gibt Quellen, die sagen mehrere Monate hat das jetzt Auswirkungen. Es ist nicht sonderlich gewiss. Aber was für Aktien spricht, das ist natürlich ganz klar. Wir haben einen harten Fall von den ganzen Aktienwerten gesehen. Warren Buffett sagt einmal, sei gierig, wenn andere zurückhaltend sind und sei zurückhaltend, wenn andere gierig sind. Momentan sind alle zurückhaltend. Könnte für einen Vorteil dafür sprechen. Ja, viele Aktien sind grundsätzlich schon ein wenig im Keller. Unter anderem auch die Kryptowährungen sind auch ein wenig im Keller. Das heißt, man könnte daraus aber auch dennoch ein paar Profits ziehen. Das Wichtige ist meiner Meinung nach aber, weshalb man jetzt in Aktien investiert und als Investor an diese ganze Sache reingeht, wie auch Warren Buffett, du musst langfristig überlegen und durch deine Analyse langfristig in Unternehmen investieren, von denen du überzeugt bist, dass deren Philosophie oder dass deren Unternehmensphilosophie, dass deren CEO, dass deren Team überzeugt und du langfristig davon Gewinne erzielen kannst, weil das Unternehmen Stück für Stück wächst. Das ist nämlich der Punkt, den ich unbedingt erwähnen wollte. Wenn du jetzt nur in Aktien investierst, weil das einzige runtergecrashed ist und weil die Wirtschaft gerade am Ende ist und weil du denkst, ja, jetzt muss ich unbedingt rein, ich will mein Geld verdoppeln. Das ist der falsche Ansatz, denn es wird wieder Höhen und Tiefen geben in der Zukunft, es wird Höhen und Tiefen geben. Wenn du aus tiefster Überzeugung in ein Unternehmen investierst, was ich sehr gerne mache, wenn du aus tiefster Überzeugung in ein Unternehmen investierst, weil du weißt, dass das Unternehmen langfristig erobern wird, konkern wird und aufsteigen wird, dann machen dir kurzzeitige Fälle danach nichts mehr aus. Es gibt eine Regel beispielsweise beim Investieren, kauf dich teilweise ein, jetzt wo alles im Keller ist, kauf dich teilweise ein und wenn es noch weiter sinkt, kauf nochmal im niedrigen Punkt. Und so hast du eben die Mitte zwischen den beiden Punkten, wo du gekauft hast. Das wäre zum Beispiel eine Lektion, die man bei Aktieninvestment bzw. Kryptowährungsinvestment machen könnte. Jedoch möchte ich an dieser Stelle ein Fazit ziehen. Ich habe jetzt ein bisschen viel gemixt hier zwischen Aktien und zwischen Selbstständigkeit, bin ich hin und her gesprungen. Doch möchte ich ein Fazit an dieser Stelle ziehen. Was finde ich am besten für die momentane Situation? Was würde ich machen, wenn ich jetzt ganz von Anfang an anfangen würde mit 1.000 Euro? Kapital zum Beispiel. Ich würde mir einen Skill in dieser Zeit erlernen. Der beste Zeitpunkt war vor einem Jahr, keine Frage. Der beste Zeitpunkt war vor 10 Jahren, keine Frage. Doch der nächstbeste Zeitpunkt ist jetzt. Es wird Höhen und Tiefen geben. Es gibt immer was auf der Welt. Okay, es gibt immer was. Wenn man sich von der momentanen Situation, ich meine, die Welt ist bestimmt 8 Milliarden Menschen. Es wird immer was geben. Es wird nie eine Zeit geben, die ruhig ist. Das heißt, mach dich davon nicht verrückt. Entspann erstmal. Tief durchatmen. Gib dir ein Versprechen. Ich meine, das ist kein Game von einem Jahr. Es geht darum, dass du finanziell frei lebst. Okay, das ist nicht eine Sache, die du an einem Tag, die du durch ein YouTube-Video hier erlernst. Das ist eine Sache, auf die du Tag für Tag hinarbeitest. Eine Motivation. Okay, Motivation ist keine Eintagsfliege. Motivation vergeht. Darum empfehle ich Motivation, jeden Tag neu aufzutanken. Darum, was ich dir empfehle an dieser Stelle. Lern ein Skill, der dich durch den wirtschaftlichen Crash immer noch gut am Leben hält. Der immer noch Geld abwirft. Amazon beispielsweise eröffnet 100.000 neue Plätze im Bereich E-Commerce. E-Commerce ist im Trend. Meine Empfehlung, ich würde ein Skill lernen, in diesem Fall online Geld verdienen, der dir langfristig Geld einbringt. Und dann würde ich Aktien momentan in den nächsten Monaten nutzen, wenn du Kapital hast, und Kapital nenne ich 5- bis 6-stellig, okay? Wenn du Kapital hast, um in diese hinein zu investieren. Und zwar investierst du dann in Unternehmen, von denen du zutiefst überzeugt bist, durch dein unternehmerisches Backup. Okay, du hast nämlich jetzt ein Backup im Unternehmertum. Du weißt, was Unternehmertum ist, du weißt, was es ausmacht, du hast dieses Backup. Mit diesem Backup investierst du nun in Unternehmen rein, von denen du der Überzeugung bist, dass das gut da drin funktioniert. Du hast oder du verstehst die Wirtschaft mehr. Ich meine, es ist schwer, Aktien zu investieren als Angestellter, weil man möchte natürlich auch die Wirtschaftszusammenhänge verstehen. Wenn man mich vor 3 Jahren, im Vergleich zu jetzt, wenn ich über die Wirtschaft Bescheid weiß, und ich habe vor 3 Jahren bereits in Kryptowährungen investiert, oder vor 4 Jahren, was weiß ich. Und wenn man mich jetzt momentan fragt, ob Kryptowährung oder Aktien, ich habe ein besseres wirtschaftliches Backup, ich habe Wissen im Unternehmertum und mit diesem Wissen kann ich besser investieren. Ich bin gespannt, denn es wird noch viele, viele, viele Jahre folgen, nämlich in diesem wirtschaftlichen Aspekt drin bin. Ich werde Unternehmen aufsteigen sehen und abfallen sehen. Ich werde das ganze Muster erkennen und ich bin gespannt, denn langfristig, Entrepreneurship ist was Langfristiges. Es ist keine Eintagsfliege, ich sage es dir jetzt. Wenn du da drin bist, um für einen Monat Geld zu machen, geh gar nicht erst rein. Es ist eine Sache, die du für Tag, Wochen, Monate, Jahre machen wirst. Und am Ende ist es unglaublich spaßig, es ist unglaublich, die Resultate sind gewaltig.
aber du darfst das nicht verwechseln mit einer Sache, die du für einen Tag machst, okay? Was mein Tipp an dieser Stelle, am Ende von diesem Video ist, lern ein Skill, der dir in dieser Krise Geld einbringt, in diesem Fall E-Commerce, Onlinehandel. Wir liegen im Trend, wir sind im Trend. Die Leute sind momentan zu Hause. Ich habe, wenn du mich fragst, ob ich einen Umsatzeinbruch habe während dieser Corona-Phase oder während dieser Wirtschaftsphase, ja, habe ich. 10-20% ungefähr. Aber gleichzeitig wird diese Phase auch um sein und E-Commerce wird weiter wieder ansteigen. Und dann würde ich mit einem wirtschaftlichen Backup in Aktien investieren. Das wäre das, was ich dir empfehle. Und da werde ich jetzt unten zwei Videos markieren. Ein Video zum Thema Entrepreneurship, die größten Fehler, und einmal ein Video zum Thema Umgang mit Geld. Das sind zwei Videos, die ich dir empfehle. Ich werde sie unten einfügen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Kein Ende an dieser Stelle. Bis gleich. Dein Apostoli.